Von Den Haag aus geht es mit der Straßenbahn nach Scheveningen. Scheveningen ist ein Stadtteil von Den Haag, ca. 6 Kilometer entfernt. Am Maduradon steige ich mal kurz aus. Eine größere Attraktion gibt es in den Niederlanden nicht, sagt man. Hier gibt es Bauwerke im Maßstab 1:25 zu sehen. Wichtigsten Bauwerke der Niederlande, 300 Modelle. Eröffnet wurde die Anlage 1952. Ich war zwar selber nie drin, aber Freunde haben mir erzählt, das war toll. Der Ort Scheveningen ist erreicht. Das war mal ein ganz kleines Fischerdorf. Es gibt in der Stadt eine ganze Menge Skulpturen. Müsste hier am Multiplex-Kino sein. Ich finde das ja gut, die weiß gebändeten Häuser. Die Fenster sind meistens auch mal in weiß eingefasst. Gefällt mir der alte Teil von Scheveningen besser. Es gibt hier ein Skulpturenmuseum. Und da gehören diese Figuren dazu. Ich finde eine tolle Arbeit. Geschaffen wurden die von dem Künstler, und zwar von dem Tom Otterness. Das sind Figurengruppen aus Märchen. Das ist ein Märchen, wo der Junge immer Fische aß, um groß zu werden. Die Gebrüder Grimm-Märchen und Andersen, die kriege ich vielleicht noch zusammen, aber die niederländischen weiß ich nicht. Ja, hier am Strand stehen ein paar noble Häuser. Auf Spatzen kann die Kanone nicht schießen, hier gibt's nur Möwen. Vor Jahren war ich auch schon mal hier, da sah aber hier noch ganz wüst aus. Haben sie schön hingekriegt. Leuchtturm vorbei, ging es dann später zum Hafen. So ist das richtig. Der Radweg ist doppelt so breit wie die Straße. Hier könnte man auch bei Corona den nötigen Abstand halten. Sieht das nicht gut aus? Kilometerlanger Sandstrand.
Schade, ich habe keine Badehose dabei. Und FKK geht hier nicht. Man will die Leute auch nicht erschrecken. Mit den Füßen bin ich reingegangen, aber das war ein bisschen frisch. Ich glaube, da sieht man mich auch an. Das scheint ein Muschel zu sein, was er da isst oder versucht zu essen. Ist schon ein tolles Kurhaus. Da kann man ja Bungee-Springen machen. Da ist ja gerade einer gesprungen. Der zappelt noch da rum. Ja, das wäre ja auch eine tolle Sache, sowas zu machen. Es gibt hier 6 Kilometer Sandstrand. Auf den abgesteckten Wegen kann man auch in die Dünen gehen. Hier auf der Anhöhe gibt es einen Pumpturm. Beim Rundgang durch die Dünen habe ich bestimmt 6 Hochzeitspaare gesehen. Ja, die Seite vom Strand ist ein bisschen ruhiger. Ist doch mal ganz interessant hier durchzugehen. Nee, da kann ich ja gar nicht hin, ich habe ja keinen Hund dabei. Also verhungern ist hier unmöglich. Es sei denn, meine Portemonnaie vergessen.
Nee, ich hab nix, du kannst wieder gehen. Der Himmel zieht sich immer mehr zu. Na, hoffentlich bin ich da durch. Stell mir gerade vor, da sitzen überall Leute drin in den Stühlen. Es gibt hier auf der Uferpromenade eine ganze Menge zu sehen. So langsam aber sicher scheinen die Leute hier aufzubrechen. Ich bin ja neugierig und deswegen gucke ich mir den Turm mal von der Nähe an. Auch interessant, da wird irgendwas von Windrädern verladen. Das Feld scheint leer zu sein. Nee, ich hätte mich anstellen müssen. Dann gehe ich wieder zurück. Vielleicht nächstes Mal. So langsam aber sicher muss ich das schöne Scheveningen verlassen. Zu spät, das kann ich jetzt nicht mehr genießen, da ist die Zeit zu kurz für. Das sind Fahrzeuge für Gehbehinderte, damit die gut durch den Sand kommen. Finde ich toll. Und ich sag hier mal Tschüss. In 2 Jahren bin ich wieder hier.